Wir schaffen zwei Extreme zueinander. Das eine ist, ich glaube, es gibt kein Festival mit einem größeren künstlerischen Anspruch. Und auf der anderen Seite die Intimität, die wir nie eigentlich erleben, wenn wir die ganz Großen dieser Welt einladen. Und diese Intimität, diese Nähe und gleichzeitig diese Größe ist etwas, was sie eigentlich widerspricht, bei uns aber zu einer unglaublichen Harmonie führt. Nos encontramos en la finca de Justo Franz. Justo Franz es un amigo de hace 40 años. Hemos estado juntos en muchos países del mundo y él es una persona excelente al que quiero muchísimo. Los conciertos ya son 15 años que se vienen celebrando todos los años entre julio y agosto y es algo extraordinario. Es muy difícil encontrar unos conciertos en este entorno, en esta finca, en estas flores, y sobre todo de la calidad que son los conciertos con unos pianistas y unos artistas de fama mundial. Únicos. Es imposible que en Gran Canaria ni en todas las Islas Canarias podamos tener unos conciertos de tanta calidad. Extraordinarios. Estamos encantados y para nosotros es un lujo poder disfrutar de ellos. Wir hatten ja eine Abstimmung über drei Pianisten dieses Jahr. Andere waren entweder zu alt wie ich oder Gastgeber. Aber das eine war Asaf Kleinmann aus Israel, der uns einen großen Eindruck hinterlassen hat. Das andere war Stephen Ling, der chinesische Pianist, der fantastisch gespielt hat. Dann hatten wir Sergei Beljavski natürlich wieder, Gott sei Dank, der letztes Jahr uns alle überrascht, entzückt und bewegt hat. Und dann kam Antoni Bartiszewski. Und ich glaube, nun jeder, der diese Pianisten gehört hat, weiß, Besseres, es gibt vielleicht noch ein paar andere, aber bessere gibt es nicht. Und ich meine, wenn man ein Festival beendet und sagen kann, wir haben sozusagen den Mount Everest erreicht und wir waren auf ihm und wir haben viel Inspirationen gehabt und wir haben nicht die Dünne der Luft erlebt, sondern die Nähe Gottes, dann ist etwas Unglaubliches und das ist in diesem Festival oft zu erleben gewesen.